Ich darf mich sehr schön bitten, gerade noch zu übernehmen und die Bibel. Ja, lässig. Es freut mich ordentlich, dass wir da sind, bei der Gründung von der neuen Sektion. Ich begrüße vor allem natürlich die Gründerinnen und Aktivistinnen, die das alles ermöglicht haben. Der Martin Neukomm, vielen Dank, bist du gekommen. Simon Meyer als Co-Präsident der Grünen vom Kanton. Dann haben wir den Thomas Honecker, den Gemeinderat von Griffsen. Vielen Dank, sind ihr alle da. In meiner Karriere, mein Name ist noch Sergio Zenki, ich bin Präsident von der Grünen vom Bezirk und von der Stadt Ostern. Es ist das zweite Mal in meiner Karriere als Präsident, dass wir eine Sektion gegründet haben. Die Griffsen war schon dabei, vor drei Jahren oder noch länger. Das ist die Zeit, wo man durchgesetzt. Ja, genau. Ich weiss, also, wir bemühen uns wirklich, Sektionen zu gründen im Bezirk. Und ich weiss, es ist wirklich schwierig. Schwierig, Leute zu finden, die sich engagieren, eine Gruppe, die sie in die Hand nimmt, die Aufwand leistet. Und trotzdem ist es wirklich wichtig, dass wir Sektionen haben. Man kann klein anfangen, man braucht nicht irgendwie ganz viele Leute. Man kann klein anfangen, man kann wachsen, wenn es ein Pflänzchen, das wird dann zum Baum, riesig. Und ich denke, es ist wichtig, dass man lokal dort, wo man wohnt, dass man sich engagieren kann, dass man kann mitmischen kann, dass man kann unsere grünen Werte vermitteln kann. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Ich weiss, es ist nicht schwierig, gerade Volkenzwil ist gerade ein rechtes SVP-Pflaster. Irgendwie habe ich gerade letztens etwas gelesen, dass drei SVP-Männer jetzt für den Gemeinderat kandidieren im Volkenzwil. Ich weiss nicht, wie viele sind jetzt schon drin? Zwei? Drei. Ah, schon drei. Schon vier. Ach, Gott im Himmel. Wenn ich an das Dachstimmung oder wenn ich jetzt bei der Wahl sehe, ich immer, Schwärzenbach, Husten, Greifen, sie sind alle, ja, die Grünen haben recht viel Stimme, aber Volkenzwil, da wird es. Gut, ich habe wirklich Freude, ich finde es lässig. Ich danke, dass wir ankommen können. Und wichtig ist, wir vom Bezirk, wir unterstützen euch, wenn ihr Fragen habt oder finanziell, wenn ihr einen Flyer braucht, wenn ihr Informationen braucht. Und auch der Thomas als Gemeinderat, der auch eine Sektion mal gegründet hat vor ein paar Jahren, ist erst ein Profi eigentlich, muss man wirklich sagen. Wirklich lässig. Gut, ich möchte dir, Simon, kurz das Wort geben. Am Co-Präsidenten der Grünen. Ich kann uns. Merci, genau. Also, ich darf davon im Namen von der kantonalen Partei. Und ich habe noch ein Säckchen mitgebracht, fast wie ein Sammelklaps. Also, so wie ich, komm mal gerne anfangen, was nehmen Also, wie schon gesagt worden ist, ihr könnt wirklich stolz auf euch und ihr solltet euch auch feiern, weil die grüne Politik ist häufig sehr langwierig. Jetzt gerade eher alle hat darüber vor 20 Jahren den Antrag eingereicht, jetzt kann man darüber abstimmen. Es ist zäh, ernst, viel Arbeit, langweilig, aber es gibt immer wieder Momente, wo man feiern kann. Das wäre so ein Moment. Darum habe ich da euch auch einen zukunftsträchtigen Prosecco mitgebracht. Biologisch, vegan, schöne Eckgegner. Total modern, ne? Mit dem können wir starten. Und da ja gewisse Gegner, jetzt gerade zum Beispiel die älteren weißen Herren in Volkenzwil, uns vorwerfen, wir sind typische Sozialisten, habe ich heute nicht noch einen Prosecco mitbringen können, sondern auch noch zwei Bier. Was für ein Zufall, wir haben Rot-Grün als Etikettfarbe. Nehmen wir das auch mit als, soll ich sagen, Pink mit dem Zaunfall von der kantonalen Partei. Das sind so die unsere zwei Eckpfeiler, die sich drin bewegt. Was ich sehr spannend finde bei diesem Bier, nebst dem, dass es Bio-Bier ist und sehr fein, es ist benannt nach dem Störtebecker. Das ist ein Pirat, der sich gegen die Hansa-Städte aufgelehnt hat. Das ist so die Wirtschaftselite, kann man sagen, von früher. Also Konzerne, die sich da eigentlich im Filz von der Regierung
eingeschlichen haben, dass ihr immer auch wieder Preise, Widerstand und Bockigkeit gegen die Obrigkeit mitnehmen. Darum ist das bei uns nicht. Ausser es ist natürlich unsere eigene Regierung, dann sind wir natürlich sehr schockzahm und zusammen. Ne? Wie ihr auch seht, ist das auch eine von den wenigen Regierungsbildungen, die wirklich auch Gas geben kann, erzählen wir das dann. Was es auch braucht, ein bisschen Würze, hier auf dem Land ist es nicht einfach zum politisieren. Darum habe ich vorhin ein bisschen Würze mitgebracht. Eine feine Chili-Schoppe. Und last but not least, hat jetzt das Parteibudget gesprengt, den habe ich euch selber noch gekauft. Ist, wir sind ja Partei, die Lösungen bringt. Und wir sind ja sehr belesen. Da gibt man uns ja auch ab von gewissen anderen Parteien. Ist von der neuen Klein. Ich bin gerade bis zur Mitte, ich finde es wahnsinnig gut. Der Green New Deal. Wirklich gut. Und sie raten eigentlich weg vom Politikrealismus hin zu kompromissloser Klimapolitik. Sehr gut geschrieben. Nicht? Wenn ihr noch nicht mehr wisst, wie weiter, einfach aufschlagen und nachlesen. Und in dem Sinne, euch alles Gute, guten Start und merci für euch. Danke dir. Bitte. Verstehen, das Verständnis zu wecken und einfach zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist.
Und ja, das ist meine Motivation, was ich gerne auch würde bewegen und was ich würde gerne erreichen. Gut, dann Abend. Und ja, dann dürfen wir wieder gehen tun, gerade dich. Ja, genau, ich bin der Tobi, ich bin das grüne Mitglied von Volkerzeit. Ja, ich engagiere mich jetzt auch schon seit 2 Jahren im Klimastreik. Das war also, ja, der Weg in die Politik. Ich bin überzeugt, dass ich vieles ändern muss, dass ich dringend etwas ändern muss. Und ich habe mich schon sehr oft geärgert über politische Angelegenheiten im Volk zu sein, auch von Abstimmungen oder Wahlen, wenn nur Plakate von der bürgerlichen Partei haben. Ja, und jetzt ist die Gelegenheit gekommen, es hat 2 andere gegeben, um zusammen die Partei zu gründen. Und ich freue mich sehr und hoffe, wir können etwas bringen. Hallo zusammen, ich bin der Jérôme Lüfthaler, Vater von 2 Kindern. Und er ist schon immer so in der grünen Schiene gelaufen, aber eigentlich nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mich politisch betätigen soll. Aber auch nur so die Mobilisierung von der Klimajugend, vom Klimastreik, hat mir so aufgezeigt, ja, man muss langsam ins Tun kommen, man kann nicht mehr länger warten. Und einfach regelmäßig abstimmen, lange irgendwo rein, dass man das grüne Thema wirklich ein bisschen beschleunigen. Für mich ist so ein bisschen von der Thematik Grün immer auch wichtig der Technikfokus. Ich bin Wissenschaftler und schaue es eigentlich auch immer ein bisschen aus der Technikseite an. Ich möchte eigentlich auch so ein bisschen den grünen Fortschritt in Verbindung mit neuen Technologien voranbringen. Und nicht so ein bisschen dort, wo so die Grünen je nachdem herkommen, so mit Sandalen und Rudersöcken. Also ich denke wirklich, das ist für mich wichtig und ich muss mich da einbringen, nicht immer irgendwo im Mittelpunkt, sondern so ein bisschen im Unterstützen. Ja. Genau. Und wir kennen uns auch nicht so lange, also wir haben das irgendwie eben so per Zufall. Seit 3 Monaten getroffen, zuerst virtuell und erst einmal zusammen ein Bier trinken, wo man hat mit dürfen, treffen. Und haben uns mal so die wichtigen Punkte herausgegriffen, wo wir uns einsetzen, auf lokaler Ebene. Und das ist wirklich auch, dass wir den lokalen Gedanken im Mittelpunkt nehmen, da wo wir wirklich noch etwas können, leisten, wirklich für nachhaltige Energie- und Klimapolitik auf lokaler Ebene. Was mir auch als Familie, Väter und Mütter wichtig ist die ganze Verkehrspolitik, wo auch jetzt Volkerzweig und auch Schwarzenbach nicht so lässig ist, dass Kinder da über schnelle Straßen drüber gehen sind. Und auch in der Ortsplanung gibt es nicht wirklich so die schönen Zentren, wo sich Familien und andere Jugendliche können treffen können. Und das ist für uns auch wichtig, solche Begegnungszonen in der Zukunft können, in den Weg legen. Weiterhin auch im Schul- und Betreuungsbereich, wo man wirklich Raum schafft, wo sich die heutigen Gruppierungen von Jugendlichen und so weiter können ihre Bedürfnisse treffen. Und wir wollen eigentlich einfach so ein bisschen als Startpunkt, als Kern sein, um ein bisschen Bewegung zu starten, dass man ein bisschen Leute mobilisiert, wo eigentlich eben jetzt im Volkspiel und im Schwarzenbach so ein bisschen eine Gruppe grösser als 3 bleiben. Genau. Ja, und da haben wir eben so ein das Mitwirken von neuen Leuten. Also wir sind offen, dass wir da auch wieder neue Mitglieder können anrufen. Ja. Danke dir. Dann gehen wir gerade
einen Schritt weiter in unserer Agenda und würde überleiten zum Referat von Martin Ockel. Guten Abend miteinander. Freut mich, dass so viele Leute da sind und es freut mich sehr, dass ich an dieser Gründung dabei bin. Es erinnert mich ein bisschen an meine Einstieg in die Politik, also richtig, als ich das erste Mal mit der Grünen Partei in Kontakt gekommen bin. Das muss irgendwo so um 2005 oder 2006 sein, mit der Grünen Winterthur. Das war so ein bisschen ein ähnlicher Rahmen. Der Typ ist bei dir noch ein bisschen näher zusammengekommen. Es ist bei mir glaube ich, auch so gewesen, also ich habe nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass ich dann unbedingt so direkt so als Kind habe, weil ich das Gefühl habe, ich mal in die Politik und dann irgendwann passiert es eben auch. Aber ich habe mich schon immer für Klimawandel interessiert und es hat mich immer frustriert, wie wenig das aufgenommen wird von der Bevölkerung und auch noch mehr frustriert, wie wenig das aufgenommen ist von der Politik und das ist bei mir die Hauptmotivation zum Anfangen Politik zu machen. Und ich habe dann wirklich das grosse Glück gehabt, dass ich jetzt auch in der Direktion bin, die am meisten mit dem Klima zu tun hat. Und das ist natürlich jetzt etwas, was mich auch motiviert, um da vorangehen. Und wir werden ja am 28. November über das Energiegesetz abstimmen. Und das wird für mich eine ganz wichtige Abstimmung. Ich glaube, es ist auch für den Kanton Zürich eine ganz wichtige Abstimmung. Und das ist sicher die wichtigste Abstimmung, wenn es um Klimaschutz geht, in dieser Legislatur. Darum also, ja, zum Klimaschutz, ja, zum Energiegesetz da als Kritik von meinem Vortrag. Das kann ich mit dem Wasser nicht. So, also ich habe gedacht, ich fange mit einem kurzen Jahresrückblick an. Also nicht ein Jahresrückblick, sondern eigentlich mehr einen Rückblick auf den Sommer. So hat es ausgesehen diesen Sommer. Wir können jetzt auch andere Sommer nehmen, wo es auch schon schlecht aussehen. Links oben ist der Käferberg. Ich bin, am Dienstag war es, ich weiss nicht mehr, welches Datum, ich meine nicht. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und irgendwie gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Und das hat, ich wohne eigentlich in einem Neubau, da gehört man in der Regel nicht, aber es hat derart gestürmt. Dann habe ich das Fenster, also den aufgemacht und es hat mir, ich habe eigentlich vorne dran so einen Balkon und es hat mir trotzdem total als Fenster angeregnet und es hat blitzt so im Sekundentakt. Ich dachte, oh, jetzt geht die Welt um. Ist dann zum Glück nicht, aber so etwas haben wir noch nie erlebt, so einen heftigen Sturm. Und da sieht man so das Resultat von diesem Sturm um Käferberg. Das ist ja noch verhältnismäßig harmlos. Wir haben Glück gehabt. Wir haben noch die Unwetter gehabt, noch die Hochwasser. Keine Personenschäden. Das ist sehr, sehr viel Glück. Rechts hinten, das ist Deutschland und Belgien. Dann ist es, sie hat es viel härter getroffen. Tote gehabt und ich meine, die Bilder sind ja auf Wahnsinn, oder? Also das sind Autos, die gespürt wurden, wie Spielzeugautos. Sehr eindrücklich auf eine schlechte Art und Weise, mit der Infrastruktur. Im Süden ganz anders, oder? Im Süden, wo wir alles finden, das Griechenland, riesige Brände, Süditalien auch. Das ist Klimawandel. Man hat es in den 90er Jahren gewusst und man hat es dort auch schon gesagt. Man hat gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, oder wenn man jetzt hier zweite Atmosphäre tut, dann wird es wärmer und das ist das Resultat. Und genau das ist passiert. Also das ist nicht unerwartet, sondern es ist eigentlich ziemlich genau das passiert, was man denkt, was passiert. Wenn es wärmer wird, kann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und gesamthaft auf dem Planeten gibt es immer noch genau gleich viel Wasser. Das Problem ist der Teil, oder? Oben haben wir viel zu viel und unten viel zu wenig. Und das ist eigentlich der Klimawandel und mit der Auswirkung des Klimawandels geht es ums Wasser. Zum einen sehr grossen Teil. Es geht darum, dass man an gewissen Orten keine Landwirtschaft mehr machen kann, weil alles austrocknet. Das ist das Problem. Es geht darum, dass wir kein Wasser mehr haben an gewissen Orten. Nicht, dass es einfach ein bisschen wärmer ist. Ich glaube, das sind die Leute glaube ich, langsam am Merken. Und es geht darum, dass wir eben die grossen Unwetter haben und die grossen Katastrophen. Und das ist grundsätzlich eine traurige Nachricht. Jetzt ist aber die Frage, wenn das aktuell haben wir etwa global 1 Grad Erwärmung. Das klingt ja nach wahnsinnig wenig 1 Grad im Durchschnitt. Oder wenn wir so das Gefühl haben, ja, es ist gerade wärmer oder kühler, oder? Das merkt man ja nicht einmal. Oder global im Durchschnitt ist das schon sehr viel, weil wenn man da sieht, was die Auswirkungen sind. Okay, also wenn das 1 Grad ist, was ist dann 2 Grad? Oder also wir sind eigentlich, was den Klimawandel angeht, sind wir erst ganz am Anfang. Und
2 Grad, das sind die, was ich in der Klimapolitik oder was man immer sagt, 2 Grad, das ist das Ziel. Also jetzt, wenn man uns einfach mal überlegt, ich meine, das ist nicht linear, man kann nicht sagen, doppelt so viel, oder? Aber das, was wir jetzt schon haben, wird noch stärker und noch schlimmer werden. Und das ist das Ziel, weil wenn wir es nicht erreichen, dann haben wir 3 Grad oder 4 Grad oder noch mehr. Also darum, das ist eigentlich eine sehr deprimierende Nachricht. Und ich merke auch, dass das viele Leute auch wirklich so psychisch so abzieht. Und ich glaube, wir haben alle so die Phase und denken, boah, ich kann gar nicht mehr machen, das ist schon alles gut schlimm. Und ich glaube, es ist wirklich noch schwierig, zum psychisch mit dem klarkommen, weil die Nachricht tatsächlich relativ schlecht ist, aber das heisst ja nicht, dass wir aufgeben müssen. Darum arbeiten wir ja daran. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man kann Schadensbegrenzung machen bei diesem ganzen Prozess. Und darum mache ich Politik, weil ich glaube, das ist etwas ganz Essentielles. Was für ein Problem ist an uns Menschen, und das betrifft alle, ist, dass wir halt irgendwie ein bisschen ungläubig und ein bisschen faul sind. Und darum haben wir jetzt müssen warten, bis die Extreme, bis es so deutlich geworden ist, die Auswirkungen, bis es jetzt eine Art gesellschaftlich kritisch ist. Und das ist etwas, was wir jetzt merken. Das ist gesellschaftlich etwas passiert. Okay, das CO2-Gesetz ist abgekehrt. Aus meiner Sicht war das mehr ein Ausrutscher gewesen. Aber gesellschaftlich ist etwas passiert. Ich rede heute ganz anders mit Leuten über Klimawandel, als das 2007 war. Und ich habe heute zu tun mit Leuten aus der Wirtschaft, auch mit Leuten, die grosse Unternehmen führen. Und alle die reden heute auf eine ernsthafte Art von Klimaschutz. Nicht mehr so, wie das 2007 der Fall war, ist, haben wir entweder gar nicht darüber geredet. Man hat sich darüber lustig gemacht oder man hat einfach so ein Greenwashing gemacht und gesagt, ah ja, das macht natürlich etwas, hat aber eigentlich nicht gemacht. Gut, also, das ist Davis Ernst. Genau darum pressiert es ein bisschen. Warum es noch ein bisschen mehr pressiert, das sind sogenannte Kipppunkte. Und ich tue das dann so darstellen, als wie ein Zündhölzchen. Kipppunkte im Klima sind Punkte, wo wenn man die erreicht, dann gibt es noch so eine Kettenreaktion und da kommt man eigentlich nicht mehr raus. Und das ist zum Beispiel der Fall in der Arktis. In der Arktis und in Sibirien, im Norden, hat es ganz viel Eis im Boden, wo eben also gefrorenes Wasser, Eis. Und in diesem Eis hat es organisches Material. Und wenn das Eis schmilzt, dann wird das organische Material freigesetzt. Es gibt dann Bakterien, die das abbauen. Das heisst, man kann so viel ausrechnen, das wissen wir nicht so ganz genau, aber ungefähr in dem Eis, wo es überall auf den nördlichen Halbkugeln ist, ganz im Norden oben, in Sibirien und in der Arktis, dort ist doppelt so viel CO2 drin wie jetzt in der Atmosphäre. Also wenn es wärmer wird und das dort fängt da CO2 auszutreten, dann wird es das ja noch wärmer, dann kommt noch mehr CO2. Also das ist das, was man versteht im Bereich der Klimaforschung und so Kipppunkte. Und ich würde das mit einem Zündhölzchen darstellen, weil wenn es einmal angestoßen ist, dann kann man es nicht mehr aufhören. Natürlich geht es da nicht so schnell. Aber geologisch, wenn etwas sich verändert innerhalb von 50 Jahren, ist das geologisch unglaublich schnell. Oder also die Geologie geht von anderen Zeitpunkten. Gut, aber jetzt komme ich zur Schweiz. Was ich in der politischen Diskussion noch öfter mal höre, heute ein bisschen seltener zum Glück, aber immer wieder mal, vor allem von den Konservativen, wir haben das während der Diskussion um das CO2-Gesetz gehört und mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit werden wir es mit in die Diskussion um das Energiegesetz auch wieder hören. Ja, die Schweiz ist ja so gut. Gehört immer wieder. Oder die Schweiz wäre ja vorbildlich und eigentlich wächst nur in China. Stimmt natürlich nicht. Also wir haben schon die Daten anschauen, das ist die 1990 der Verlauf von der Emissionen, von der CO2-Emissionen im Inland. Das ist noch ohne Import. Wenn man die grauen Energien von Import zurechnet, dann ist noch alles viel mehr und sieht noch viel schlechter aus. Aber das ist der CO2-Ausstoß vom Inland, oder? Das sind hier so ungefähr so zwischen 50 und 60 Millionen Tonnen, wo man sieht. Ja, doch. Also, es geht schon ab. Also, man sieht, es hat ganz viele Anstrengungen gegeben, private Basis und so weiter. Aber ich glaube, es ist wirklich, wenn man das anschaut, wir sagen, es ist klar, dass es nicht lange hat, oder? Also das, was von alleine passiert, lang geht, ist nicht das Ziel, das habe ich auch nicht versucht zu markieren. Das Ziel ist eigentlich da. Und wenn man, wie ich vorhin gesagt habe, in den 90er Jahren das schon gemerkt hat, dann können wir heute reden müssen, oder zumindest näher. Also wir sind ein bisschen spät dran. Darum ist es umso wichtiger, dass wir jetzt Massnahmen treffen. Und darum komme ich jetzt zum Gebäudebereich. Weil im Kanton Zürich gibt es 120'000 Öl- und Gasheizungen, die aktuell noch in Betrieb sind. Ja, mittlerweile verspürt sind sie wieder 5'000 weniger, weil das nimmt natürlich langsam ab. Und das ist ein Bereich, wo die Kantone selber zuständig sind. Der Bereich Gebäudeenergie, das ist ein Kantonsauto, wieder in Fahrzeugzulassung zum Beispiel, dafür nicht mehr. Aber Gebäude, das ist
Kantonsautonomie, darum der Klimaschutz im Gebäudebereich, das ist dort, wo wir als Kanton den grössten Hebel haben, den allergrössten Hebel. 40% der CO2-Emissionen von uns sind im Gebäudebereich. Darum muss jetzt das Ziel sein, um die 120.000 Euro und Gasheizung zu ersetzen. Und für das haben wir das Energiegesetz, habe ich das Energiegesetz präsentiert und wir haben sich die Kommission beraten und der Kantonsrat hat das dann noch leicht verändert und dann so beschlossen. Und das ist eigentlich relativ einfach, das Energiegesetz. Das hat zwar verschiedene Elemente, aber das ist sicher das Wichtigste und das, was wir diskutiert werden. Und eigentlich sagt das Energiegesetz, man muss Heizungen ersetzen, wenn sie kaputt gehen. Und zwar, also wenn man eine Ölheizung hat, dann darf man die weiterhin betreiben, aber wenn sie kaputt geht, und weil jede Ölheizung geht irgendwann kaputt, dann darf man sie nicht mit einer neuen Ölheizung ersetzen, sondern man muss sie ersetzen mit einer Wärmepumpe, das sind verschiedene, Erdsonde, Luft- oder Grundwasser, mit Fernwärme, mit Holz, mit Biogas, also einfach irgendeine Form von erneuerbarer Energie, muss man dann verwenden. Das ist das, wenn man Öl oder Gas hat, oder auch Elektroheizung verwendet, jetzt da fast keine. Und da gibt es noch eine Ausnahmeregelung, nämlich wenn man sagt, wenn das nachher zu teuer wird, dann muss man es nicht machen. Wir müssen natürlich schauen, oder dass es nicht zu extremen Kosten führt, was, es gar nicht, was ich nicht so kritisch finde. Was aber gleich wichtig ist, um den Leuten auch ein bisschen die Angst zu nehmen, weil es ist klar, in einer politischen Diskussion, da geht es sehr, sehr schnell immer ums Geld. Gut, und darum haben wir jetzt den Gebäudebereich anschauen. Was sind jetzt die Gebäudebereiche? Das haben wir vorher gesehen, oder? Das ist ganz, ganz wichtig, ist es abgegangen. Das ist hauptsächlich wegen dem Gebäudebereich. Im Verkehr haben wir nur Fortschritt gehabt, null. Aber im Gebäudebereich da ist ein bisschen gegangen und das ist aktuell das, was passiert. Also das sieht man, das sind jetzt einfach CO2-Emissionen aus den Gebäuden im Kanton Zürich und man sieht das, oder? Das ist super. Also das ist da, wo wir heute sind, oder 2020, das ist auch 1990, also da haben wir etwas erreicht. Wenn man jetzt aber einfach sagt, mal angeschaut, das geht jetzt einfach so weiter, dann sieht das ungefähr so aus, dann sieht man weiter wie bisher, oder dann erreichen wir auch irgendwie 2040, ja, es ist schon weniger, aber es ist immer noch das, was man braucht. Und mit dem Energiegesetz können wir einen anderen Pfad erreichen, dann können wir viel schneller haben. Wir sehen jetzt die Forderung von Netto 0 2030, die ist im Gebäudebereich einfach fast nicht machbar, weil wir haben im Gebäudebereich extrem lange Investitionszeiten. Also wenn man heute eine neue Ölheizung installiert, ja, dann läuft die 20 Jahre. Vielleicht, wenn es schlecht geht, dann läuft sie sogar 25 Jahre. Und 25 Jahre von jetzt an, das werden 2046. Also das heisst, sie würden bis 2046 Stunden CO2 ausstoßen. Nun ist uns wichtig, dass wir jetzt da möglichst steil runterkommen. Und das ist eine Rechnung, die ich mache mit einer Abschätzung, wie das würde sich entwickeln. Gut, und jetzt noch zu den Kosten. Und das sage ich jetzt primär einfach darum, wie das hier in die Diskussion passt. Heutzutage ist es so, dass Wärmepumpen über die gesamte Lebensdauer günstiger sind, in den allermeisten Fällen. Dann komme ich gerade noch, oder kann man ein vorspringen, da sieht man die Jahreskosten von einem Energiesystem, also von unterschiedlichen Heizungen. Da sieht man, ja, ich weiß nicht, ob man von hier lesen kann, aber das ist Heizöl und da oben ist eine Wärmepumpe. Und jetzt der Unterschied zwischen einer Ölheizung und einer Wärmepumpe ist, dass die Ölheizung selber ist relativ günstig, aber jedes Jahr braucht man Öl und das ist teuer. Darum verteilt sich die Kosten anders. In einer Wärmepumpe ist das anders, die ist am Anfang teuer, die ist locker doppelt, je nachdem sogar dreimal so teuer wie eine Ölheizung. Und nachher im Betrieb ist sie aber günstig, weil sie nach Wärme aus dem Boden rausnimmt und die ist gratis. Darum ist die Wärmepumpe im Betrieb nachher günstiger. Das heisst, wenn man sich über die ganze Lebensdauer anschaut, fährt man in der Regel nicht so schlecht. Und das sieht man hier auf der Grafik, das ist ein Vergleich, wie ein Naturgesetz oder Fernwärme ist dann ein bisschen teurer. Natürlich kommt das ein bisschen auf jeden Einzelfall drauf an. Und darum ist eigentlich die Regel, die ich vorgeschlagen habe und jetzt der Kantonsrat so übernommen hat, ist, dass man einfach sagt, wir schauen die Zeit an, die Dauer, über die ganze Lebensdauer und sagen, es darf maximal 5% teurer sein. Das ist das, was ich finde, ist abgemessen, oder? Das kann man zumuten, 5% über die ganze Lebensdauer. Und wenn es teurer ist, dann darf man trotzdem wieder eine Öl- und Gasheizung einsetzen. Und weil die Preise so sind, zum Glück, führt das dazu, dass man in 90% der Fälle wertet, Wärmepumpen oder andere erneuerbare Heizungen installiert werden, anstatt Öl. Gut, also das ist das erste Wichtige. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, okay, eine Ölheizung kostet vielleicht Pi mal Daumen 20.000 Franken, Erdsonde, Heizung, also Wärmepumpe, eine erneuerbare Lösung kostet vielleicht 60.000 Franken. Und jetzt kann es ja immer noch sein, dass es
Hauseigentümer gibt, die sagen, ja super, aber 60'000 Franken habe ich jetzt auch nicht gerade so noch nebenbei. Dann haben wir eine richtig gute Lösung, weil dann sagen wir einfach, der Hauseigentümer kann zu der Bank gehen, die Frau bekommt eine Hypothek dafür, und wenn man keine Hypothek bekommt für das Geld, dann gilt er als sogenannter Härtefall und dann muss er das auch nicht machen. Also wir haben da ein Gesetz gemacht, das wirklich in dem Sinne sehr, sehr sozialverträglich ist. Und wir haben wirklich geschaut, dass das Kostenargument ist inhaltlich wirklich überhaupt nicht begründet wird. Wir haben das so gut abgefedert. Also darum, der Hauseigentümerverband wird sich natürlich nicht mehr lassen, irgendwelche Räubergeschichten erzählen, wie ganz schlimm das ist. Aber da sind wir also den Hauseigentümer extrem weit entgegengekommen. Das heisst, wir können nicht 100% ersetzen von den Heizungen. Leider nicht, aber 90%. Das ist eine Abschätzung. Und man sieht, ein bisschen, wenn man die anderen Kantone anschaut, wie viel in der Heizungsersatz ungefähr wird aussehen. Dann haben wir das Glück, und das ist der grosse Grund, warum ich so ein Fan bin vom Föderalismus. Schön am Föderalismus ist, man kann ein bisschen schauen, was die anderen Kantone machen. Und zum Glück sind wir nicht der erste Kanton, sondern es hat schon andere Kantone. Der Kanton Basel-Stadt hat sehr ein ähnliches Gesetz gemacht wie wir. Und jetzt können wir die Statistik anschauen von der Basler, und die sieht so aus. Jetzt sehen wir, grün ist gut, schwarz ist schlecht. Also grün ist erneuerbar, schwarz ist fossil. Und das ist einfach jedes Jahr aufgetragen, wie werden die Heizungen ersetzt. Von 2013, da sehen wir, ist ungefähr 70% ist Öl und Gas und dann 30% ist, sagen wir mal, Wärmepumpen. Bis 2017 und dann ist das Basler Energiegesetz in Kraft getreten und die haben ganz eine ähnliche Lösung. Die haben auch so eine Lösung, die heisst, wenn es nur günstig ist, dann muss man es machen und wenn es teurer ist, dann gibt es eine Ausnahme. Sie haben es ein bisschen anders gemacht, als wir das sehr, sehr vergleichbar haben. Sie haben es in Kraft getreten, zack, hat sich das komplett verändert. Oder seitdem ist noch 20% fossil und heute im Jahr 2020 ist nur noch 10% fossil. Und ich erwarte eigentlich, dass es im Kanton Zürich ganz ähnlich aussieht. Das ist nicht der einzige Kanton, der das so gemacht hat. Kanton Schaffhausen hat auch sehr strenge Regeln, der Kanton Freiburg hat auch strenge Regeln, die haben zum Beispiel nur noch 3% fossile Energie. Also man sieht, das ist jetzt etwas, was da verlangt wird. Das ist echt völlig normal. Müsste eigentlich völlig normal sein und das ist eigentlich auch etwas, wo wir nicht unbedingt darüber abstimmen müssen, weil eigentlich, glaube ich, das ist der Standard und das wird in Zukunft der Standard sein. Man wird sich fragen, irgendwann in Zukunft, dass wir das je anders gemacht haben. Aber wie gesagt, wie man vorhin hat, kommt jetzt stimmen darüber ab und ich bin mir sicher, dass wir das werden schaffen, um gut, jetzt noch zu den Mieten. Mieten werden das starkes Argument sein, und nicht weil es relevant ist, sondern weil der Hauseigentümerverband glaubt, dass man damit den Leuten keine Angst machen kann. Und darum werden sie sagen, ui, die Miete, das wird ganz, ganz stark steigen. Auch wenn man in dem Sinne nur, wie man die Heizung ersetzt, wird die Miete nicht stark steigen. Jetzt ist es aber so, es gibt tatsächlich Regionen, ich weiss nicht, ob gerade Wolkenswil die richtige Region ist, aber in Zürich gibt es Regionen, wo die Mieten wirklich sehr, sehr stark sind. Je weiter weg von Zürich flacht es ein bisschen ab, aber ich denke, man merkt es auch an. Oder also, die Mietsituation ist zunehmend angespannt. Und jetzt muss man einfach wissen, dass dort, wo die Miete hoch sind, und man hat ein altes Gebäude, dort ist es besonders lukrativ, wenn man das saniert. Und zwar nicht außen, sondern innen. Neue Küche, neues Bad, alle Mieten rausrühren, weil wenn man Miete draußen hat, dann kann man auch die Miete fast verdoppeln. Es gibt wirklich Fälle, wo man die Miete verdoppelt. Das ist der Treiber, wenn man die Miete verdoppeln kann, das ist der Treiber, dass Hauseigentümer, Vermieter, Pensionskasse, weiß ich nicht was, dass die das halt nutzen zum Geld machen. Das ist ein Teil von dem kapitalistischen System, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber wichtig ist, dass es sind nicht Sanierungen, die zu höheren Mieten führen. Es sind eigentlich die höheren Mieten, also das Potenzial, um viel Geld zu bekommen, die zu den vielen Sanierungen führen. Und da als Bild, also es ist nicht dort, wo die Mieten höher sind, wird die saniert. Es ist nicht anders. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Sanieren, das tun Investoren, die wollen Geld verdienen. Und sanieren, wenn man die Leute ausrührt, dann kann man nachher Mieten beliebig hoch wieder ansetzen, wenn man sie dann neu vermietet. Oder dann gilt in dem Sinne die Klausel nicht für Mietrecht. Gut, also das einfach mal so als wichtiges Gegenargument. Jetzt noch zu einem anderen Punkt. Das Ganze, und jetzt komme ich noch ein bisschen zum Strom. Das Ganze braucht Strom. Und das ist eine der ganz grossen Herausforderungen in der Energiepolitik in der Schweiz für die Zukunft. Jetzt für die nächsten Jahre, dass wir es schaffen, um genug erneuerbare Energie zu bauen. Und die wichtigste erneuerbare Energie in der Schweiz, neben dem Wasser, ist Solar. Weil Solar ist die, die das grösste Potenzial hat zum Wachsen. Und darum sagen wir in diesem Gesetz, dass man auf Neubauten Solaranlagen installieren muss. Auch das ist, wo man das entwickelt hat, das ist so ein Paket. Oder
momentan Paket bedient, das heisst Mucken. Das ist so ein Paket von den Kantonen, wo man wirklich auslesen kann, was es für Gesetzesbestimmungen gibt, die man dann übernehmen könnte. Als man das 2014 eingeführt hat, war das natürlich recht so happig, die Solarpflicht auf Neubauten. Heute muss ich sagen, ja, die allermeisten Neubauten haben schon Solarzellen auf dem Dach. Also das ist nur noch, um die letzten auch noch dazu zu bringen. Weil, wenn man auf einem Neubau Solarzellen installiert, kann man einen Teil von Strom selber brauchen. Das rechnet sich in der Regel. Also das ist auch das, ist finanziell eigentlich unkritisch. Gut. Dann hast du einen wirtschaftlichen Impuls. Wir geben doch ordentliche Beträge aus jedes Jahr zum Öl kaufen. Öl und Gas, das man von relativ weit her transportiert, um es dann hier zu verbrennen. Das ist der Standard gewesen. Das heisst aber eben auch, dass Geld in solche Länder fließt. Vielfach auch Länder, die wir jetzt nicht unbedingt finden, die sind jetzt besonders vorbildlich im Umgang mit Menschenrechten oder auch sonst mit ihrem politischen System. Also Länder, wo ich auch froh bin, wenn man denen nicht unbedingt muss Geld geben muss. Und wenn wir jetzt das Geld nicht für Öl und Gas verwendet, aber das Geld wird ja trotzdem gebraucht, weil Wärmepumpe kostet auch etwas. Das Geld bleibt auch durch das im Inland. Also das ist eine Vorlage, die indirekt eigentlich sehr stark verquert nützt. Das nützt auch den Firmen, die Wärmepumpen und Heiztechnik-Sachen machen, die erneuerbar sind. In dem Sinne ist das auch wirtschaftlich interessant. Gut, also soviel zum Energiegesetz. Jetzt habe ich noch einen Teil angehängt, was Solarstrom angeht, weil wie ich so sagte, das ist so die neue grosse Herausforderung. Weil wenn wir den Strom anschauen, dann sieht es folgendermaßen aus. Wir werden dekarbonisieren, das heisst, wir kommen weg vom Öl und Gas. Und dekarbonisieren heisst in den allermeisten Fällen, wir gehen von Öl und Gas zu Strom. Das heisst, wegen der Wärmepumpen wird der Strom steigen, weil die Wärmepumpe braucht Strom. Und dann Elektromobilität braucht auch Strom, weil die Autos mit irgendwo geladen werden. Dann haben wir zum Glück Energieeffizienz, immer noch. Oder? Weil man braucht die Energie immer noch sehr ineffizient. Das ist gut, weil das heisst, man kann effizienter werden und dann sinkt der Strom. Und dann haben wir noch ein bisschen Bevölkerungswachstum und ein bisschen Wirtschaftswachstum und das geht ungefähr so aus. Also, ein paar Faktoren, da geht Strombedarf hoch und einer, da geht ab, also im Grundsatz steigt es. Parallel dazu haben wir Atomkraft, die wegfällt. Wir wissen noch nicht mehr, aber irgendwann fällt es weg. Und das führt zu einer grossen Menge Stromaufwendung. Und Jetzt ist man nicht geschrieben mit AXPO zu sprechen gekommen, weil AXPO war früher für die Grünen immer so ein Feindbild gewesen, oder? Weil AXPO war 2007 gewesen, wer mag sich erinnern, an die Werbespots im SRF mit dem Kübik Kuhn. Oder wo man sich da lustig gemacht hat über Solarenergie und das funktioniert eh nicht. Oder das sind so die AXPO-Zeiten, wo ich in die Politik komme. Heute ist das ganz anders. Jetzt, die Strommenge, die wir brauchen, haben vorher gesagt, sind ungefähr 40 Terawattstunden. Das ist der Christoph Brand. Ich habe mit ihm schon manchmal zu tun gehabt. Das ist der neue CEO von der AXPO. Ganz ein toller Typ. Und der sagt in der NZ, der sagt, am Schluss haben wir eine Diskrepanz, oder also zwischen Produktion und Verbrauch, von rund 40 Terawattstunden im Jahr 2050. Bisher ist noch immer voll und darum braucht man neue Atomkraftwerke. Und jetzt sagt er, da realistischerweise muss der größte Beitrag in der Schweiz in der Photovoltaik kommen. Also da hat massiv etwas gefehlt. Oder? Und das Problem ist jetzt nur, die politischen Rahmenbedingungen sind noch nicht da, damit es sich wirklich lohnt, um in Solarenergie zu investieren. Oder aktuell die entweder überzeugt sind davon, investieren in Solarenergie, oder die Platz den Strom ein bisschen selber brauchen können, aber noch nicht in dem grossen Stil. Wenn man gleich schnell zubaut, wie man jetzt einfach über nächstes Jahr gleich schnell zubaut, wie wir das Jahr zugebaut haben, dann geht es bis 2100, bis wir die nötige Menge Strom erreicht haben. Und das ist so. Weil ich nicht mehr, dass ich die Akku so lange laufen will. Gut. Jetzt noch schnell einen Blick über den Tellerrand zum Schluss. Einfach weil ich das so eindrücklich finde und weil ich glaube, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, was ich hier aufgetragen habe. Das ist die Stromproduktion weltweit. Weil weltweit sieht die Situation ganz anders aus als in der Schweiz. Das ist weltweit die Stromproduktion von 1970 bis 2017. Also man sieht, in Blau ist Wasserkraft, also die ist kontinuierlich gestiegen, das ist immer mehr, ist auch nicht mehr am Steigen weltweit. Kohlen ist auch weiter oben, das würde man jetzt auf dieser Grafik nicht sehen. Dann sieht man dann Kernkraft, also der Kernkraft ist spannend. Also das hat in den 70er Jahren angefangen und dann hat es einen mega Boom gegeben. Das ist so der 70er, 80er Jahre Boom in der Kernkraft, das ist richtig losgegangen. Dann ist es da so wie, dann ist Tschernobyl gekommen. Dann hat man mehr aufgehört mit der Kernkraft.
Und dann da hinten, dann hat es eigentlich immer stark gestiegen. Da hinten ist dann Fukushima gewesen, dann ist es ein bisschen runter, weil die Deutschen die aufgehört haben. Oder die Deutschen haben dann ein paar Kernkraftwerke abgestellt, die Japaner ein bisschen, sonst war es nicht so stark und dann ist es so viel. Das darf ich auch zu kriegen. Und während all das passiert ist, eine Art wie so ein bisschen im Schatten, ist Wind und Solar gekommen. Und man sieht, dass Wind und Solar, das ist da exponentiell gewachsen. Und das nächste Jahr, wenn man das hier anschaut, ist zu erwarten, dass im Jahr, also respektive in diesem Jahr, im Jahr 2021, wird Wind und Solar weltweit mehr Strom produzieren als Kernkraft weltweit. Die meisten Leute glauben mir das nicht, wenn ich es ihnen sage, aber es sind Daten. Es stimmt so. Oder? Also, da findet gerade eine Revolution statt weltweit, mit Solar, was Solarenergie und Windenergie angeht, wo wir uns nicht vorstellen können in der Schweiz. Weltweit ist die Situation ein bisschen anders. Bei uns mit den Solarzellen auf solche Häuser tun, das ist auch sehr aufwendig und sehr teuer. Im Ausland, dort, wo man teilweise sehr viel Platz hat, irgendwo in Nevada, Amerika, irgendwo in der Wüste, hat man riesige Solaranlagen, ist natürlich viel günstiger. Und du selbst steht aber dann als ein bisschen günstiger als bei uns. Also, und darum ist die Solarenergie so günstig, dass sie Kohle verdrängt. Und dort ist darum Solar und Wind, sind da ein exponentielles Wachstum. Jetzt einfach, wenn man mal annimmt, dass das gleich stark weiter wächst, wie das in der Vergangenheit gewachsen ist, exponentiell, dann produzieren wir 20-30 gleich viel wie Kohlestrom heute. Also das, da wird etwas passieren, da wird es eine ökonomische Verdrängung geben und das sind Prozesse weltweit, das meine Großteil findet übrigens auch in China statt, oder? Das sind Prozesse weltweit, die mir eben auch ein bisschen Hoffnung machen, oder? Weil das ist das, was es braucht, oder? Also wenn wir wirklich schaffen, zum Klimaschutz zu machen, dann braucht es Solarenergie im Terawatt-Bereich, also nicht ein paar einzelne, sondern es braucht richtig grosse Mengen. Und mit exponentiellem Wachstum, und da sind wir jetzt schon sehr am Ding, ist das zu schaffen. Also das ist so wie gewisse, da sehen wir jetzt so Technologie, die da, wenn sie mal genug günstig ist, oder dann führt das kapitalistische System dazu, dass sich dann etwas auch durchsetzt. Und das ist etwas, wo wir Hoffnung machen, neben all denen, so viel, wo ich am Anfang angefangen habe, all die so ein durchaus auch ein bisschen deprimierenden Fakten, die man da sieht über die Welt, sehen wir raus, hat also auch ganz grossartige Entwicklungen, die sich noch werden. Extrem durchsetzen in Zukunft. Gut, mit dem Ausblick so auf die Zukunft weltweit möchte ich jetzt hören. Und danke für die Aufmerksamkeit und jetzt an Sie, Frau Messing. Ist denn das wirklich so, dass wirklich jede Hütte hier im Kanton Zürich eine von diesen verschiedenen Alternativen kann brauchen kann? Das ist jetzt was. Das gibt nicht. Also weißt du, Wärmepumpe kann man ja nicht immer irgendwie machen. Und Luft ist vielleicht auch das Problem mit den Nachbarn. Okay, jetzt weiss ich auch nicht, dass man eine grosse Garage. Weißt du, gibt es auch. Also, wie siehst du das? Es gibt Fälle, da funktioniert das nicht. Also, es gibt Fälle, stellen wir uns vor, in einer Situation im Niederdorf oder in Zürich, wo dort kann man nicht eine Aussenwärmepumpe hinlegen wegen Lärm. Jetzt ist eigentlich alles zu eng. Man kann nicht fahren, weil es ist im Grundwasser oder generell. Fernwärme ist ein bisschen geht nicht, aus einem interessanten Grund. Der Grund ist Archäologie. Ist wirklich, man getraut sich nicht, um dort zu bohren. Weil wenn man dort bohrt, respektive irgendwie gerade und so, für die Fernwärmeleitung zu verlegen, da kommt so viel Zeug führen, oder das ist, also wenn nicht, also Fernwärme geht nicht, dann wird es dann langsam zu mir. Das heisst, was man dort kann machen kann, ist entweder nach dem Gesetz, muss man sagen, ja gut, dann tut man halt einfach wieder einen Öl oder einen Gasheizer rein. Das sind dann eben die Ausnahmen, wo man sagt, es ist technisch nicht machbar, man muss es nicht machen. Oder man geht auf Biogas, das ist noch eine Alternative. Also das ist so, das sind noch die schwierigen Fälle. Und für mich ist jetzt wichtig, dass man von diesen 120'000, jetzt fangen wir an, jetzt nehmen wir zuerst die 90% der einfachen Fälle. Die schwierigen Fälle, die lassen wir mal. Oder die machen wir dann noch am Schluss. Ich bin überzeugt, es wird sich auch die Technik zum Wärme machen, die wird sich auch noch verbessern. Also da werden wir sicher alles auch noch besser werden und bessere Lösungen finden. Aber wir lassen jetzt mal die 10% der schwierigen Fälle oder die teuren Fälle oder so, die lassen wir aus. Ja, bitte. Danke für Ihre Ausführungen, Herr Neukamp. Wenn das politische Selbstmobil auch dafür einstellen würde, wo können wir Sachen verzichten, also Energie reduzieren,
Ich weiß, das wird nicht so thematisiert, aber ich denke, das wäre ein wichtiger Punkt, auch als Gesellschaft, vielleicht für das ist, oder wo können wir auch sagen, unseren Lebensstil auch verändern. Wir haben eine gewisse Bequemlichkeit so entwickelt, oder? Und ich persönlich schaue auch, so, zum Beispiel, muss ich jetzt wirklich heizen? Kann ich mir mal einen zweiten Pullover anlegen? Also, ich tue jetzt so. Aber das sind so Punkte, die ich auch überlege, oder? Ja. Wie können wir auch Sachen verändern? Das eine ist natürlich, die alternativen Energien sind wichtig, ja, die regenerativen, oder? Und das andere wäre auch, wo kann man auch einsteigen. Ja. Also vielleicht sogar einsteigen mit, ich glaube, es ist nicht politischer Selbstmord, weil die Grünen sagen eigentlich das schon sehr lange. Also wir haben hier zwei Sachen, einerseits Effizienz und andererseits Suffizienz. Also Effizienz ist dort, wo wir die Energie brauchen, dass wir schauen, dass wir sie effizient brauchen. Und Suffizienz ist quasi, ja, brauche ich es überhaupt? Also effizient ist eine Art ein Auto, wo selbst wenn es ganz schwer ist, dann ein effizienter Motor hat und wenig, also verhältnismäßig wenig Benzin braucht, aber als Offroad, der Offroad braucht dann am Schluss immer noch viel Benzin, oder? Der kann einen effizienten Motor haben, aber suffizient ist, wenn man vielleicht mit dem Velo geht, dann schon mit einem Auto. Also das ist für uns Grüne, also jetzt in, so wie ich es erlebe, immer schon immer ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Das Problem ist mit der Suffizienz, ist einfach, man kann es ja nicht gut verordnen. Aber für die gesellschaftliche Diskussion finde ich es sehr wichtig. Also dass man wie, wenn wir auf allen Ebenen arbeiten, also gerade jetzt im Verkehrsbereich, finde ich es auch am zentralsten. Also ich bin jetzt auch mit dem Zug gekommen, also man ist nicht allein, aber ich habe das Auto zur Verfügung, oder? Und ich bin sogar gefahren wird und so, das nutze ich eigentlich immer dann, wenn es sonst irgendwie ganz lang wird. Aber das ist für mich eine der wesentlichen Fragen, oder? Dass halt einfach wahnsinnig viel Auto gefahren wird, aber das ist irgendwie noch schwierig in unserer Gesellschaft. Und dann können wir auch nicht so schnell weg. Und darum, ich bin stark für das Elektromobil, aber nicht, weil ich persönlich einfach das Auto so toll finde, sondern weil ich auch sage, ich glaube, wir kommen politisch nicht weg von dem Auto. Und das Elektromobil bietet da die Chance, zumindest das Auto, das wir haben, und wo ich glaube, wirklich ein grosser Teil der Gesellschaft hat sich sehr stark mit dem arrangiert und teilweise sogar auch identifiziert, dass man von dem nicht so schnell wegkommt und dass man darum sagt, wenn wir die Autos schon haben, dann müssen sie natürlich elektrisch sein, also oder Wasserstoff oder was auch immer, einfach CO2-frei. Und ich glaube, das ist so oder so ein wichtiger Schritt, weil egal wie viele Autos am Schluss noch vorig sind, die noch vorig sind, müssen auch mal CO2-frei laufen. Noch eine Frage. Also, das Gesetz betrifft ja auch Industrie, Banken, Migros, Coop und alles das. Stimmt das? Oder? Also ja, mit ihren Gebäuden schon. Ja, mit ihren Gebäuden. Und wie Bereitschaft in diesem Bereich, weißt du das? Also für Geschäftsgebäude habe ich jetzt noch gar nie ein Problem. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass das ein Problem ist. Also in Deutschland ist es häufig so, dass das die sind nicht so stark kostensensibel wie sie in einem Einfamilienhaus. Also dort habe ich jetzt noch nie einen Widerstand gehabt. Ich denke, der Widerstand wird eben sein vom Hauseigentümer gefahren, der sagt, ja, das geht ja alles von alleine. Wir sind ja schon so gut, das geht ja alles von alleine. Wir sind genau nicht gegen Gesetz. Also von der Zeit ist kein großer Widerstand zu haben. Ja. Also zumindest habe ich bis jetzt noch nie etwas gehört. Ja. Sag das mal so. Ja, ja für die Industrie, für die Wirtschaft ist es im Moment auch gut für das Renommee. Also mein Sohn arbeitet jetzt in einer Versicherung, wo er muss schauen, wenn er die Bilanz, CO2-Bilanz und andere Sachen verbessern im Umweltschutzrecht. Die haben extra Stelle geschafft für das. Oder? Also weil sie dann können sagen, wir sind gut, wir setzen uns ein, auch für Massnahmen gegen den Klimawandel. Also ich glaube, ich sehe das größere Problem bei den einzelnen Wohneigentümern. Also ich wohne jetzt in einer Siedlung im Stockerkeigentum. Für alles, was man muss machen muss, muss man dann in so einem Fall eine Einstimmigkeit anbringen. Und das ist also, verdammt härter Job. Stockerkeigentum ist eine grosse Herausforderung. Also genau aus dem Grund, weil am günstigsten wäre es, wenn sich alle gemeinsam entscheiden, was sie machen. Oder? Und wenn man sagt, gut, jetzt geht man da richtig erneuerbar und man trifft das. Aber eben, man kennt die Situation, wenn jetzt einer sagt, nein, ich bin nicht bereit, und dann wird es ganz kompliziert. Und darum denke ich, ist da das Gesetz natürlich auch ein gewisser Ansporn, weil dann heisst es nicht einfach nur, wer macht mit, sondern man muss. Und das nützt dann natürlich zum Dörr quasi, wie ich sage, das sind Barrieren und jetzt muss man schauen, wie finden wir eine gute Lösung.
Lösung. Ich glaube, da ist so, quasi so ein bisschen Druck, der jetzt da nötig ist, wie es verschiedene Teile hat, die blockiert, die sagen, das interessiert mich alles nicht. Also, zu den Versicherungen noch, das ist noch interessant. Ich war vor einem Jahr an einer Veranstaltung und da habe ich einen Schrecken gehört, der in einer grossen Versicherung arbeitet und dort ein Immobilienportfolio betreut zur Anlage. Und sie hat mir gesagt, wenn die Vorlage durchkommt, dann werden wir das sofort einpreisen. Und ich dachte, oh, das ist spannend, das haben wir vorher noch gar nicht überlegt. Einpreisen, das heisst aber, sie werden sagen, das ist ein Mehrfamilienhaus, das noch Ölheizung hat, oh, das ist weniger wert. Das ist eigentlich spannend. Also ich glaube, das ist wirklich eine Entwicklung, die wir kommen. Und wenn man dann natürlich sagt, jetzt investiere ich Geld, um eine Wärmepumpe zu installieren, dann heisst das nachher eben auch, die Liegenschaft ist nachher mehr wert. Und eben, das ist wirklich dann ein interessanter Prozess, wenn das einmal angefangen hat. Ja. Wie viele so Heizungen gehen im Jahr kaputt? Also, es ist wirklich ein Problem. Es muss ja irgendwie ein Erfahrungswert geben. Aber wie schnell quasi wird das Leute dann wirklich zeigen? Oder? Der Erfahrungswert, also jetzt im Kanton Zürich rechnen wir mit 6.000 bis 7.000 Heizungen pro Jahr. Ja. Also sagen wir etwa 500 pro Monat. Ja. Also mehr. Das ist so wie das, was ich da gerechnet habe, also man nimmt die 120.000 und sagt, die sind dann in 20 oder 25 Jahren, sind dann die alle einmal kaputt. Und dann macht man da einen Schnitt. Wir sehen es auch mit unserem Förderprogramm. Das ist etwas, wo das erste, was ich politisch eigentlich gemacht habe, ist, dass wir das Förderprogramm wieder einführen, weil das ist nämlich irgendwann mal im Kantonsrat ein Sprachprogramm zum Opfer gefallen. Und als ich vorgegangen bin, müssen wir das wieder bringen. Und dann ist das zum Glück beschlossen worden vom Kantonsrat, sogar einstimmig. Völlig überrascht gewesen. Und seither tun wir jetzt haben wir das Förderprogramm wieder aufgebaut und Wärmepumpen subventionieren. Das ist eben vor allem auch gut, weil in diesem Kostenvergleich nachher gibt es natürlich dann mehr Fälle, wo die Wärmepumpe günstiger ist, und dann muss man auf die umsteigen. Und mit diesen Wärmepumpen haben wir jetzt im Jahr, also wenn wir zum Beispiel im Juli vom letzten Jahr, haben wir gestartet, das Programm, und jetzt im ersten Jahr haben wir schon 3000 Wärmepumpen unterstützt finanziert. Also das gibt schon mal eine gute Grösse, wo man sieht, was das nützt auch wirklich etwas, also da passiert etwas. Wir sind in diesem Stockwerkeigentum etwa 15 Quartier. Wir vor 3 Jahren haben wir das Heizung ausgerührt und Wärmepumpe rein. Das haben eigentlich alle ja gesagt. Ja. Das ist eigentlich in diesem Fall, was es gehabt hat. 230 Franken hat die Wärmepumpe gekostet. Mit diesen 5 Löchern, 20. Für wie viele Parteien? 14 Parteien. 15. Aber das ist aber nicht viel, wenn man das aufteilt. 15, genau. 50 Parteien, 200.000 hat das Ganze gekostet. Und wir haben ganz klar können aufzeichnen, also wir haben einen Vortrag gemacht, oder? Wir haben ganz klar können aufzeigen, dass das mit der Zeit wirklich rendiert. Es rendiert wirklich mit der Zeit. Aber auch natürlich die Unterstützung von den Bürgern, die auch noch Geld gegeben haben. Ja, ich habe auch die Unterstützung. Du hast wahrscheinlich vom Kanton noch keine Unterstützung bekommen. Ja. Da siehst du ein bisschen langsam. Ja, Simon? Ich habe noch eine Frage. Hast du das Gefühl, dass es den Ausbau des Förderprogramms sogar stützen, wenn der Einsatz durchkommt, dass dann auch auf der bürgerlichen Seite wieder mal mehr die Bereitschaft da ist, sogar das Förderprogramm aufstockt, wie sie ihre Hauseigentümer? Ja, also nein, das ist jetzt blöd, weil das habe ich vergessen zu sagen. Mit dem Energiegesetz wollen wir auch das Förderprogramm aufstocken. Also das gehört da gerade auch noch dazu. Also wenn man Ja sagt zum Energiegesetz, das ist ja ein Paket, sagen wir auch gerade Ja zu nochmal 7 Millionen mehr im Förderprogramm und mit dem Geld vom Bund haben wir nachher nochmal ungefähr 20 Millionen gesamt auf mehr. Also auch so zum Vergrößern noch nicht gesehen. Also aktuell haben wir 40 Millionen pro Jahr zur Verfügung, ein bisschen mehr. Und nachher sind es 60 Millionen, also 65 Millionen. Also da wird nachher mehr gehen, wir können noch mehr unterstützen. Das ist natürlich dann wirklich super. Durch das wird eben der Kostenvergleich nochmal ein bisschen besser. Und ich finde es auch wichtig, dass man die Hauseigentümer unterstützt bei diesem Ebene. Das sind teilweise auch grosse Investitionen, die wir gehalten. Verständnis, also Frage. Ja. Wie es noch nicht klar ist, Förderprogramm bedeutet das auch, dass man jetzt zum Beispiel Heizungsgesetz noch nicht ausdient hat? Nein, Förderprogramm heisst auch, wenn man die Heizung ersetzt, kommt man Geld über. Also man kann sie natürlich ersetzen, wenn sie noch nicht kaputt ist, das wird nicht kontrolliert in dem Sinn, aber in der Regel werden die Heizungen dann so ersetzt, wenn sie am Lebensende sind. Was natürlich jetzt da wichtig ist bei dem Gesetz, ist, dass es wird natürlich auch dazu führen, dass man schon ein bisschen vorbereitet sein muss. Ja. Es gibt natürlich, wenn der Heizung mit im Winter aussteigt, und für das gibt es Ausnahmen, wenn man eine Notheizung braucht, oder um den Winter noch überstehen, weil eben eine Wärmepumpe ist nicht von heute auf morgen installiert. Also, das ist auch der grosse Nachteil von der Wärmepumpe. Also, wenn man
wenn die Ölheizung aussteigt, wenn man einen Monteur anläutet, dann kommt man vorbei und macht eine neue Ölheizung. Das ist relativ einfach. Wenn man eine Wärmepumpe installiert, dann muss man Abklärungen machen, was eignet sich, was funktioniert überhaupt. Man braucht einen Plan, man muss schauen, wie funktioniert das geometrisch, was muss man machen, eine Wärmepumpe mit Herz und so weiter. Und es ist dann auch bewilligungsmässig ist es komplizierter. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele, obwohl es eben gesamthaft eigentlich günstiger ist, warum viele immer noch den einfachen Weg wählen und eine Ölheizung installieren. Das muss man sich bewusst sein, oder? Da muss man sich auch keine Illusionen machen, das ist komplizierter. Aber ich glaube, eben durch das ist so ein bisschen der Druck auch gut, dass man sagt, so, jetzt muss man sich damit auseinandersetzen und dann gesamthaft wird es in den meisten Fällen auch günstiger. Es ist auch nicht überall gleich gut möglich. Also, genau. Das Quartier jetzt hier, das ist ehemals Sumpfgebiet und da ist die Erdsonde, das haben wir geprüft vor 10 Jahren, es hat keine Chance gehabt und jetzt haben sie sich saniert, die macht jetzt Luft. Aber die haben über 8 oder 10 Parkplätze, weil sie so viel haben müssen machen früher, können aufheben, um das anzubauen, so dass es eben auch nicht zu spüren ist. Oder? Ja. Aber für dich, Das ist so, genau. Es gibt einen Wärmeatlas im Kanton Zürich, das ist im Gieß, kann man anschauen. Dort, wo es Grundwasser hat, Grundwasserströme, dort darf man nicht bohren. Das ist einfach darum, weil Grundwasserschutz ist auch bei schwieriger Direktion. Das ist darum, weil wenn man zu viel Bohrungen macht, dann ist die Gefahr einfach grösser, dass man es irgendwo verschmutzt. Und wir haben halt in der Schweiz wirklich einen wahnsinnig guten Schutz vom Wasser. Das hat eine ganz hohe Priorität. Und darum haben wir auch Gesetze, die das wirklich schützen, die Ressourcen. Und ich merke, das ist auch gut so. Also, ich merke das ganz häufig bei mir in der Direktion. Man hat ganz unterschiedliche Interessen. Also jetzt da Energie und Grundwasserschutz. Und das muss man manchmal ein bisschen ausbalancieren. Und darum gibt es auch gewisse Gebiete, wo das nicht geht. Aber der Gesamtkanton, wenn man es anschaut, das ist schon ein bisschen ganz viel Gebiet. Das ist also der Minderheit im Kanton. Minderheit von der Häuser, wo man nicht kann, tief bohren kann. Aber eben, es gibt ja immer noch Holzschnitzelheizung über Wärmeerwärmung. Ja. Gut, mit dem Glück der Tour würde ich sagen, ich glaube, wir schliessen dran, wenn es recht ist, und dann übergebe ich wieder zurück an mich. Ja. Ja, super. Inspiration bekommen. Also mir geht es so, ich habe ganz viele Ideen und ganz viele Gedanken, was wir zu dem Thema noch machen und was wir brauchen und so. Und wir haben überlegt, es haben so viele Leute da, die ganz viele Köpfe sind. Und Köpfe, die haben ja auch Ideen und die haben sicher auch ganz viele Gedanken. Und vielleicht kennst du den einen oder den anderen. Wir haben dieses Menti überlegt. Menti, der Mentimeter, das ist die haben natürlich schon das Nachdenken, genau, das ist der Moment, das Nachdenken. Auf menti.com da den Code eingeben oder den QR-Code einscannen. Wenn ihr Lust habt, einfach zu mitmachen, es ist nichts verrückt, es sind einfach ein paar Fragen, die wir dort drin haben und wo wir einfach mit euch gerne teilen und eure Gedanken und eure Ideen gerne abholen. Also menti.com und der Code dort unten. Wie stark sind grüne Themen bisher im Schwerpunkt noch im Volk, sind schon vertreten?
Das wäre so, das geht nicht. Das ist ja nicht. Hast du eine Nummer? Ja, das ist 6, 6. 9, 6. Ja. 5, 4. Ja. 9, 3. Was muss man machen? Schwer, wenn ich das wüsste. Das natürlich auch schon präsentiert, der Unterschiede dann aber. Ja, die Präsentation hat sich eigentlich weiterentwickelt. Aber ja, es ist schon einer von den ersten. Jetzt kann man sagen, jetzt Abstimmung. Wir haben jetzt das Premier zuerst gehabt, mit der Alle und so, und dann machen wir das immer richtig los. Das sind schon ein paar. Ja, ich finde es spannend, wie sie hier sind. Ich meine, es ist ja eigentlich die erste Abstimmung jetzt so. Wo mich wirklich direkt betrifft, oder? Jetzt macht ihr die komische Tür. Nein, es kommt! Es kommt! Ui, ah, interessant. Jetzt für einen Kräften. Danke vielmals. Du bist doch der Lotto, das ist keine Ahnung. Also, das ist eine persönliche Perspektive, das ist nichts Wissenschaftliches, das ist nicht irgendwie verifiziert, das ist einfach die Meinung, die wir uns da innen haben. Die Perspektive, die haben es für die Straßen, die wir die Themen schon vertreten. Also, klar, wir haben noch Potenzial, wir haben wie folgt das Wissen, da haben wir das. Also, ich glaube, wir können das noch irgendwie reden. Letzte Woche haben wir die Kommentare, das ist schon mal nicht so schlecht, aber ich glaube, da hat es einen Ruf nach oben. Die zweite Frage. Wo Klimaschutz, grün leben, sichere Verkehrswege, auch zum Thema Verkehr, Energiewende, Energiegesetz, klar inspiriert, also ich glaube, das ist super. Etablierung einer Ortspartei, ne? Genau, also das sind die wichtigsten Themen. Wir haben jetzt nicht mitgemacht, aber für uns sind das natürlich auch wichtige Themen. Wie der Schirm, das ihr vorher vorgestellt habt, das Thema Verkehr ist wichtig. Klima, ich glaube, das kann man auch lokal wahrscheinlich unterstützen. Bitte. Hey, du fertig bist. Nein, ist gut. ich denke, es ist vielleicht gerade ein richtiger Moment, und vor allem, wenn es gerade viele Leute auch hat, ein kleiner Werbespot, Punkt auf Verkehr, mitwirken, die Wichtigkeit von dem Thema aufzusehen. Auch die, die mich nicht kennen, ich bin Karolina, FDP, andere Farbe, nicht rot oder blau, Volkenschwil im Gemeinderat, für Tiefbau und Werk zuständig. Wir haben jetzt gerade initialisiert, dass das Gesamtverkehrskonzept jetzt aufgeschritten muss, respektive soll. Und wir haben den Weg gewählt, eine Mitwirkung von der Bevölkerung, dass das im Zentrum steht. Dass es ganz wichtig ist, weil es geht nicht ums Auto, sondern es geht um die Leute, die im Verkehr dabei sind, sei es auf dem Auto, im Auto, auf dem Velo, im ÖV und so weiter. Und wir haben für den 16. November, es kommt jetzt demnächst eine Medienmitteilung, damit alle das auch noch aus dem Schülerentag, findet ein Forum statt in Trier. Da sind alle eingeladen. Und das ist vorab mal allererste, ich sage es jetzt mal ganz schon wie alte Kopflehrende, damit einfach alle mal kommen können, wir können ganz bewusst mit unserem Verkehrsplan, das ist ein Fachthema, das können wir einfach so zu werden schütteln.
Wir können ganz bewusst einmal mit einem offenen Blick und einem ganz leeren Aktenkoffer. Wir sammeln eure Ideen, wir sammeln die Inputs, wir sammeln dort, wo der Schuh drückt und so weiter. Ich bitte Sie doch bei Interesse, die verfolgt, weil da sind, an das vorzukommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, dass die grünen Themen vermehrt eingebracht werden, weil mit dem jetzigen einen grünen Liberalen Gemeinderat haben wir da immerhin schon sehr sinnvoll in die Richtung eingeschlagen. Wir können den nicht aus Antipartei-Gaben öffnen, aber es wäre ganz, ganz spannend und wichtig, dass das einfach vermehrt wird, einer grünen Partei überdenkt, dass die Thematik in allen Gremien, in allen Parteien einfach viel mehr noch tut. Super, danke. Also sagen wir Gries, Kultur- und Sportzentrum Gries, kommt noch in den Medien. Ich würde mich jeder freuen, der mitkommt, der dort ankommt. Nachher gibt es dann ein Begleitgremium. Das ist dann nicht mehr so ganz die grosse Klammer da haben wir ein Findungsgremium, wo zum Beispiel Quartiervertreter können dabei sein, Parteien, Vereine und so weiter. Alle können dann mitwirken. Nutzen die Chance, die wahnsinnig freuen. Ich glaube, wir können das aus Schwerzebacher Sicht gut mitfühlen. Wir haben, glaube ich, ähnliche Prozesse am Laufen. Wir haben im Sommer zum Glück den neuen Verkehrsplan gut durchgebracht und haben das Tempo 30 in alle Quartierstraßen in Aussicht. Und das ist, also für mich jetzt ein riesen Schritt. Jetzt müssen wir schauen, dass das umgesetzt wird, zeitnah, und dass das nicht so lange dauert und wir nicht nur 20 Jahre warten, bis dann wirklich das Tempo 30 kommt. Zum Thema Mitwirkung. Ich bin im Elternforum von der Primarschule in Schwerzebach und wir haben auch bei den Eltern schon eine Umfrage gemacht zum Thema Verkehr. Und es ist ganz, ganz interessant, was dann vorkommt und was wo der Schuh drückt und wo die Eltern auch das sehen. Die Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und manchmal schützen wir ein Auto fahren wie die Kinder. Wir wollen nicht, dass sie anhalten. Wir wollen nicht, dass sie das müssen und das müssen. Die Kinder müssen Geduld haben, die Kinder müssen stehen. Und wenn wir dann jemand von der Kantonspolizei sagt, ja, dann müssen sie halt am Fußgängerweg ein paar Mal warten, bis die Autos dann durchfahren. Irgendwann halten dann schon mal jemand an. Dann habe ich so ein bisschen Mühe. Und sagen, das finde ich jetzt nicht so toll. Also ich denke, beim Thema Verkehr, da geht noch ein bisschen etwas. Und wir haben jetzt auch jetzt machen es mal gut. Die Wege auch mit den Kleidern, Gremien, Christian, das ist leicht dabei mit der Innenstadt nur dabei. Ich glaube, da sind wir an Sachen mal anziehen. Müssen Sie